Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute geht es wieder um einen weiteren Vortrag, den Frau Professor Kroke von der Uni Fulda bei dem DGE Journalistenseminar im Herbst oder im Winter 2019 gehalten hat. Und zwar ging es um das Thema Salz, was ja auch sehr im Fokus steht. Salz war früher im Mittelalter noch sehr kostbar und wichtig. Es kommt in natürlichen Lebensmitteln nur in geringem Maße vor. So findet man auch beim Vergleich ja Paleokost, heutige Kost, dass damals einfach ganz, ganz wenig Salz verzehrt wurde, weil die Menschen vor allen Dingen pflanzliche Lebensmittel natürlich zu sich nahmen und die sind sehr reich an Kalium und weil sie eben auch Fleisch und Fisch ohne Salz größtenteils zubereiteten. Auf der anderen Seite ist Salz aber lebensnotwendig und deswegen war es sehr kostbar und wurde hoch gehandelt. Also damit wurden Städte wie Lüneburg reich und in fast jeder Stadt, auch in Freiburg, gibt es eine Salzstraße, die diesen wichtigen Handelsweg beschreibt. Aber das nur nebenher. Speisesalz ist Natriumchlorid und sowohl Natrium als auch Chlorid spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem Stoffwechsel. Das, was sie gemeinsam haben und was Salz eben auch ein bisschen kritisch macht, sie haben einen großen Einfluss auf unseren Blutdruck. Bevor wir uns der Wirkung zuwenden, sollten wir vielleicht mal schauen, woher kriegen wir heute eigentlich unser Salz? Und da muss man sagen, dass nur ungefähr 5-10% unseres Salzkonsums beim Kochen zugegeben werden. 5-10% werden beim Nachsalzen bei Tisch zugegeben. Der natürliche Natriumgehalt der Nahrung ist auch nur ungefähr 10-15%. Und 70-80% nehmen wir mit Fertigprodukten zu uns. Vor allem voran eben Brot, Käse, Aufschnitt Wurst, auch wenn er vegetarisch oder vegan ist, ist immer gesalzen. Fertiggerichte, Fertigprodukte, Soßen, Senf, Ketchup, Salatdressings. Also überall ist Salz drin, ohne dass uns das vielleicht so bewusst wird. Und deswegen haben wir auch einen sehr hohen Salzkonsum. Und der ist in Deutschland, also empfohlen wird ungefähr 6 Gramm pro Tag. Aber in Deutschland geht es eher Richtung 10 Gramm pro Tag. Bei Frauen ist er ein bisschen niedriger. Und erstaunlicherweise ist das schon bei Kindern typisch, dass kleine Jungs mehr Salz zu sich nehmen als Mädchen. Ja, ich frage mich, essen die mehr Würstel? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist schon etwas, was sehr früh angelegt ist. Wenn man so betrachtet, es gibt ja so statistische Überlegungen, durch welche Ernährungsfehler man Lebensjahre verliert. Da ist eine hohe Natriumzufuhr, ist neben geringer Ballaststoffzufuhr und geringem Obstverzehr und viel rotem Fleisch erhöht deutlich das Sterblichkeitsrisiko. Also viel Salz hat tatsächlich fatale Folgen. Denn es gibt eine Menge Risikogruppen, die eben auf einen erhöhten Salzkonsum empfindlich reagieren. Es gab jetzt mal sehr spannende Untersuchungen, die das in Zusammenhang mit der Darmmikrobiota bringen. Aber wir wissen noch viel zu wenig darüber, um da irgendwelche voreiligen Schlüsse daraus ziehen zu können. Bisher ist es eben so, es gibt Menschen, die haben eine geringe Salzsensitivität. Die werden nicht besonders stark auf weniger Salz reagieren. Manche reagieren schwach darauf oder eben gar nicht. Aber dann gibt es sehr viele Menschen, die doch auf Salz reagieren mit einem erhöhten Blutdruck. Und diese Risikofaktoren, die eben diese Salzsensitivität erhöhen, das ist erstmal das Alter. Wenn man älter wird, reagiert der Blutdruck empfindlicher auf Salz. Dann neigen wir sowieso zu höherem Blutdruck und da spielt das Salz dann noch eine höhere Rolle. Dann ist die Genetik und die ethnische Herkunft spielt eine Rolle.
Also Afroamerikaner oder Afrikaner sprechen stärker auf Salz an, deren Blutdruck reagiert stärker. Das sind zwei Sachen, die ich nicht ändern kann. Ich werde älter und ich habe meine genetische Ausstattung. Aber es gibt auch Dinge, die veränderlich sind. Wenn ich zum Beispiel einen hohen Blutdruck habe, dann muss ich erst recht mit Salz aufpassen. Wenn ich wiederum sehr viel Kalium und Calcium zu mir nehme, dann gibt es sozusagen, das sind Gegenspieler von Natriumchlorid und das kann meinen Blutdruck wieder etwas normalisieren und die Salzzufuhr neutralisieren. Und viel Kalium sind in allen pflanzlichen Lebensmitteln, die natürlich sind, also Obst, Gemüse, Getreide, wenn sie nicht gesalzen sind. Also Brot gilt nicht, Haferflocken ja. Calcium, klar, ist in Milchprodukten und in verschiedenen grünen Gemüsen. Auch das kann ein Gegengewicht aufbauen. Es gibt auch einen Zusammenhang mit dem Körpergewicht. Wenn man übergewichtig ist, dann neigt man eher zu Bluthochdruck und dann wird man auch salzsensitiver reagieren. Wenn man tatsächlich Krankheiten hat, wie zum Beispiel eine Niereninsuffizienz oder ein Herzversagen oder Diabetes mellitus oder eine reduzierte Glukosetoleranz, das ist die Vorstufe von Diabetes Typ 2, dann hat man in der Regel auch eine erhöhte Salzsensitivität. Also diese Menschen müssen besonders vorsichtig sein. Im Übrigen muss man auch mit Kindern besonders vorsichtig sein und auch mit Kleinkindern, weil unsere Nieren müssen eben dieses Natrium wieder ausscheiden und müssen arbeiten. Und gerade bei Kindern sind die noch nicht so leistungsfähig. Das kann also tatsächlich später zu Problemen führen. Und tatsächlich haben auch Studien ergeben, dass schon im Mutterleib so eine Salzgewöhnung eintreten kann. Wenn die Mutter sehr salzig ist, dann wird das ungeborene Kind, der Fötus, der Embryo, wird eben auch auf die Welt kommen und schon eine höhere Geschmacksschwelle für Salz haben. Ja, gibt es denn jetzt eigentlich auch eine zu niedrige Salzzufuhr? Oder muss man sagen, das kann man kaum erreichen. So eine niedrige Salzzufuhr oder Salzmangel tritt eigentlich nur ein bei exzessiven Erbrechen, bei Durchfall, bei eben Krankheiten, die zu einem extremen Flüssigkeitsverlust führen. Ansonsten ist bisher keine gesundheitlichen Nachteile überliefert oder wird nicht berichtet, die mit einer niedrigen Salzzufuhr unter 2 Gramm zusammenhängen. Es gibt ein anderes Problem, was auftritt. Und zwar ist bei uns ja Salz jodiert und dieses Jod aus dem Salz, das sorgt dafür, dass wir genug Jod zu uns nehmen, denn wir sind ein Jodmangelgebiet in Deutschland. Und deswegen wird im Moment diskutiert, die Jodierung zu erhöhen von Speisesalz, weil wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen versuchen, Fertiggerichte oder andere Produkte weniger zu salzen und den Menschen, den Verbrauchern zu empfehlen, weniger Salz zuzusetzen, ja, dann wird es irgendwann mit dem Jod zu wenig. Also hier muss sicherlich noch geforscht werden und auch Konsequenzen gezogen werden. Im Moment gibt es keinen Hinweis darauf, dass eine Salzzufuhr von über 6 Gramm am Tag irgendwelche positiven Konsequenzen hat. Es gibt aber eine Menge Studien, die nachweisen, dass zu viel Salz vor allem bei Risikogruppen eben zu einem Bluthochdruck führen. Und Bluthochdruck gehört zu einer der Todesursachen Nummer 1, also ist durchaus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und gerade mit zunehmendem Alter wächst hier das Risiko. Und auf der anderen Seite nimmt oft das Geschmacksvermögen mit dem Alter ab, also die Gefahr, dass dann gerade zu stark gesalzen wird, ist hoch. Und ich denke, das muss man im Auge behalten. Und zu versuchen, eben ja, nicht mehr als 5 bis 6 Gramm Salz zu sich zu nehmen, das wird weltweit so empfohlen. Ja, was mache ich ganz praktisch? Auf die Salzzufuhr im Brot achten. Da muss man leider sagen, Roggenbrot hat immer etwas mehr Salz als Weizenbrot. Da kann man aber, also vor allen Dingen, wenn es angegeben ist, ein bisschen darauf achten und verschiedene Brotsorten einmal vergleichen, draufschauen, wo ist besonders wenig Salz drin. Dann natürlich selber beim Kochen nicht so stark zu salzen, dann vielleicht auch beim Aufschnitt und beim Käse darauf zu achten, dass man nicht in erster Linie auf fettarm guckt, sondern dass man vielleicht auf salzarm guckt und dass man schaut, dass man vielleicht nicht so viel Fertigprodukte, also kein fertiges Salatdressing nehmen, sondern selber würzen und anmachen und dann entsprechend weniger Salz nutzen. Es gibt auch
Leichtsalz, das ist, da werden Mineralstoffe ausgetauscht. Finde ich nicht so toll, weil das leicht bitter schmeckt. Es gibt aber auch Salz, was zum Teil durch so eine Füllsubstanz ersetzt ist. Und wenn ich jemand bin, der dazu neigt, dann nochmal die Tomate ein bisschen zu salzen oder zum Beispiel den Reis nach dem Garen zu salzen, dann kann das helfen, weil das suggeriert eine höhere Salzigkeit, als eigentlich der tatsächliche Gehalt ist. Ansonsten hilft tatsächlich viel Gemüse essen, 2 Portionen Obst am Tag. Das ist ein gutes Gegengewicht zu dem Salz, was wir mit anderen Lebensmitteln zu uns nehmen. Und es hilft uns, ja, ein gesundes Verhältnis in unserem Körper zwischen den Mineralstoffen Natriumchlorid auf der einen Seite und Magnesium und Calcium auf der anderen Seite aufrechtzuerhalten. Tja, also Salz nicht auf die leichte Schulter nehmen und vielleicht selber auch ein bisschen darauf achten, wie viel nehme ich da zu mir. Ich hoffe, das hat euch gefallen und beim nächsten Mal geht's weiter mit einem Beitrag zum Zucker. Tschüss!